So, eines der großen Probleme, das man einfach jetzt hat, ist, wie stellen sich die Kinder bei irgendwelchen Übungen an? Es ist eigentlich völlig egal, ob das Torschussübungen, Koordination, Technik oder Passübungen sind. Fast alle Übungen sind eigentlich im Prinzip möglich. Es gibt natürlich Passübungen, da sind 6, 7 Spieler beteiligt, da wird kreuz und quer die Position gewechselt, die fallen halt momentan weg. Was ich natürlich auch nicht machen darf, braucht man aber nicht mehr großartig zu erwähnen, Zweikampfübungen und Spiele oder Spielformen, auch klar. Wir zeigen euch jetzt mal eine Passübung, die bei uns im Portal ist. Das ist die Passübung Wendetechniken, Basics Wendetechniken, so heißt sie. Und mit einem ganz simplen Trick bauen wir die so um, sodass sie quasi Corona-tauglich wird und damit die Abstandsregeln eingehalten werden. Und das haben wir ganz einfach so gemacht, indem wir hier bei den Basics Wendetechniken haben wir normalerweise 2 Hütchen. Das sind die 2 gelben Hütchen hier und hier oben direkt gegenüber. Wir haben jetzt noch seitlich ein Hütchen gebaut, sodass ein Dreieck entsteht. Und als Anstelllinien haben wir ähnlich wie im Supermarkt sogenannte Line-Marker genommen. Man kennt die vielleicht aus dem Koordinationstraining. Die eignen sich perfekt dafür. Habe ich die nicht, kann ich auch Ringe nehmen, so wie wir sie jetzt zur Begrüßung gemacht haben. Und dann legt man diese Line-Marker einfach im Abstand hin, von 2 Metern oder 1,50, was da der Mindestabstand ist. Und dort müssen dann die Spieler einfach sich anstellen, auf die Erklärung der Übung warten und dann auch weiter nach vorne rücken. Das zeigen wir euch jetzt mal ganz kurz, wie das dann funktioniert. So, der Josef, geht mal bitte zum gelben Hütchen hin. Ball bekommt gleich von mir. Corby zum weißen weißen Linie und Xaver zur roten Linie. Maxi zum roten Hütchen hier. Der Kilian geht zum gelben, zu der gelben Line-Marker. So, dann hat jeder hier einen Ball. Das ist euer Ersatzball für Gruppe hier. Den brauchen wir nur, wenn ihr die Bälle vogelwild durch die Gegend passt. Und dann haben wir noch hier für den Josef eine Kugel und auch die bekommen einen Ersatzball. So, und damit ist es jetzt wunderbar organisiert. Die Kinder stehen da, sind super diszipliniert. Das läuft erstmal. Natürlich geht jetzt bei der Passübung weniger, aber durch diese anstrengenden Regeln geht natürlich oft auch ein bisschen mehr Zeit drauf. Das ist aber uns jetzt egal. Wir wollen halt diese Regeln einhalten und trotzdem schön trainieren dürfen. So, wir zeigen euch jetzt mal dann, wie die dann nach vorne wechseln. Das geht nämlich super easy vonstatten und macht dann auch wieder mordsmäßig Spaß. Josef, geh mal kurz zur Seite. Wichtig ist natürlich, wenn Sie als Trainer jetzt die Übungen erklären, dass Sie eben natürlich den Spieler, der da ist, kurz zur Seite schieben und sich dann nicht nebenhin stellen, denn es ist Ihr eigener Sohn oder Ihre eigene Tochter. So, dann geht es hier nach oben los. Kurz aufpassen, Jungs, wir dribbeln nach oben, rechts am Hütchen vorbei. Wir machen am Hütchen oben eine linke Sohlenwende. Wenn ich die Sohlenwende gemacht habe, rückt der Corby nach vorne, der Xaver geht auf weiß und jetzt laufe ich dann zurück. Im Video, wie es bis momentan ist, läuft das so ab, dass ich nach oben gehe, hoppala, mache die Sohlenwende, jetzt spiele ich den Ball zurück. Und bisher war es immer so, dass der Spieler einfach gerade nach unten gelaufen ist. Das machen wir jetzt nicht. Wir haben einen Laufkorridor entwickelt, indem wir einfach hier ein Hütchen platziert haben. Und der Spieler läuft im Bogen hinten zurück, stellt sich auf der Line-Marke an oder an der Line-Marke an. Und dann ist das Thema wieder erledigt. So, wir machen es einmal kurz vor und dann lassen wir es auch schon laufen. Also ich dribbel hier nach oben. Mach jetzt hier eine Sohlenwende mit dem linken Fuß, spiel den Ball mit dem Corby. Xaver, du gehst auf weiß nach vorne. Du gehst jetzt gleich zu gelb weiter, Xaver. Ich stelle mich jetzt bei weiß an. Zack, ich gehe gleich wieder zu gelb nach vorne. Und schon haben wir diese Abstandsregeln anspielen. Ich nehme die Kugel an, wir schieben nach vorne den Ball an. Wir machen diese Sohlenwenden und spielen zurück. So, und so lassen wir es jetzt mal kurz laufen. Xaver, geh auf rot, lass den Ball liegen hier, Corby. Und Josef, du startest. Alles klar, Maxi? Gut, auf die Abstände achten, dann stelle ich mich einfach so dahinter hin und sage, los geht's, auf geht's. So, einen Rücken, ein zweiter, Kili, genau. Sohlenwende, über das Hütchen zurücklaufen, aber bei weiß wieder anstellen. Du darfst gleich nach vorne gehen, Maxi, natürlich, ihr seid nur zu zweit bei der Übung. Und wir dribbeln weiter nach vorne, hopp, machen die Sohlenwende, spielen zurück, laufen über den Korridor zurück. Oder über dieses Hütchen beziehungsweise und spiele die Kugel an, hopp, und der nächste kann starten und hopp,
Macht nichts, Maxi, ist egal. Spiel eine Sohlenwende noch und Ball, passt den Ball sauber zurück. Zurückspielen, kurze Ballannahme. Und dann bleiben wir kurz stehen und stopp. So, Josef geht gleich zu Rot zurück. Maxi bleibt stehen. Kini, du gehst wieder zu Gelb. So, im Video haben wir noch im Portal die Variante mit der Schussfinte. Aber das ist jetzt egal, welche Varianten wir machen da oben. Da kann man sich jetzt überlegen, was man möchte. Ist völlig egal. Schussfinten, man kann da vorne am Hütchen oben, nur als kleine Idee, auch eine Übersteigerfinte einbauen und dann erst die Sohlenwende, die man jetzt anbringt, ist, kommt man wieder zurück und dann kann ich das Ganze durchlaufen lassen. Bei uns im Portal ist es im Übrigen so, dass wir normalerweise nur 2 Spieler für diese Passübung pro Station brauchen. Habe ich halt jetzt 10, baue ich halt diese Übung mehrfach nebeneinander auf. Wir haben zufällig jetzt eine ungerade Zahl und dann sieht man, auch so geht es wunderbar. Okay, und damit haben wir eigentlich schon die erste Übung, Wendetechniken, euch gezeigt. Und so kann man eigentlich jetzt grundsätzlich alle Passübungen gestalten. Es ist eigentlich völlig egal, welche Passübungen das sind, die ungefähr in so einem Ablauf sind. Leinmarker besorgen, Ringe besorgen und schon kann es dann losgehen.